Peace und guten Morgen alle zusammen. So, ich bin jetzt das Wochenende wieder mal in Ulsberg. Das ist in der Nähe von Villingen. Ich habe einfach Bock, euch mal so ein bisschen mitzunehmen. Und zwar möchte ich mir gerne den Trailground in Brilon anschauen. Mit am Start wird sein der Sven. Den habt ihr, glaube ich, noch nicht kennengelernt. Den lernt ihr auf jeden Fall kennen. Vorher muss ich noch so ein, zwei Sachen erledigen. Ich bin jetzt für 3 Tage wieder mal hier. Wir haben uns so ein bisschen verewigt und werde jetzt auch regelmäßig hierher fahren und alles hier erkunden. Auf dem Plan steht natürlich auch noch der Greenhill Bikepark. Den werden wir auch demnächst nochmal besuchen. Ich denke mal, dass wir das Ganze in 2 Wochen machen werden. Wir werden sehen. Die Saison ist noch lang, also lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Mal gucken, was so abgeht, ne? Ich werde hier an unserem Platz noch ein bisschen was machen, noch ein bisschen was basteln und alles andere sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und morgen geht's dann nach Brilon. Gestern schon gesagt nach Brilon, aber vorher mache ich noch eine kleine Wanderung am Morgen, ein bisschen die Aussicht genießen und ja, was gibt es eigentlich noch groß zu sagen, nicht viel. Ich laufe jetzt noch ein bisschen und dann mache ich mich auf den Weg nach Brilon und dann sehen wir uns auch schon wieder und dann gibt es ein bisschen Bike Action, hoffe ich. Also, bis später. In Brilon und zwar ist das der Trailground und ich warte jetzt gerade auf Sven und dann geht's los. Sieht alles auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Auf jeden Fall ist hier auch richtig viel los. Das hätte ich gar nicht erwartet. Da ist auch irgendeine Veranstaltung. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Trail und ich zeige euch mal so ein bisschen die Gegend hier. Ne? Ich kenne sie selber noch nicht, also ich bin selber sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, bis nachher, ne? Tschüss! So Leute, der erste Apfel geht los. Schauen wir mal. Das ist übrigens der Sven. Sven, sag mal hallo. Hallo.
Haben sie schon recht schmuggelig gemacht hier. Das muss man sagen, sehr, sehr schön. Durch den Wald. Yeah. Sehr nice. Gefällt mir sehr gut. Slow. So Leute, das war Downhill Nummer 1. So Leute, Uphill 2 ist am Start. Wo fahren wir jetzt hin? Zum Bierstein? Oben Bierstein, Aussichtsplattform. Habt ihr gehört, ne? Also. Danach geht's zum Downhill. Yeah. Dann wird's richtig interessant. Geht's, Leute. Wow, ist das geil. Nice, sehr nice. Yeah. Okay, da ist der Sven wieder. Lassen wir ein Stückchen vorfahren. Yeah. Sehr fresh. Lassen wir noch ein Stückchen vor. Ich hoffe, die Position der Kamera ist in Ordnung, Leute. Wenn nicht, ist das euer Problem. Ach so, das war's schon. War's das? Hier geht's wieder hoch. Oh, schön. Wir haben heute auch echt perfektes Wetter. Es ist sonnig, aber nicht heiß. Also echt klasse. Geil. So, dann sehen wir uns da hier oben. Also aufpassen, ne? Ich bin smooth unterwegs. Bis gleich. Danke. Okay. Schön gemacht. Boah, ich kenne den gar nicht. Das ist schon. Okay. Hier musst du Speed haben. Also hier brauchst du komplett Speed. Echt gar nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Bisschen Flow Country, würde ich. Recht, glaube ich. Leute, machen wir noch mal ein bisschen Uphill.
Alter. Die Abfahrt von gerade hat gut reingeballert. Aber wir fahren jetzt nochmal wieder hoch. So, das ist der Trail, schöne Aussicht oder wie der heißt. Auch nicht schlecht. Sehr flowig, aber dennoch zügig. Ui, schöne Brücke. Gar nicht übel, muss man sagen. Aber hier muss man auch ein bisschen aufpassen, die Geradnaben sind ein bisschen höher. Und nicht, dass man sich da hinlegt. Oh, guck mal, da ist der Sven schon. Ja, das ist mehr so etwas ruhigeres. Sehr schön entspannt. Kann man hier runterfahren. Ich denke, das ist im Herbst eine richtig geile Tour. Hier runter. Und wenn die Bäume ihre Blätter verloren haben. So, hier steht Slow. Warum? Warum Slow? Ah, Apfel. Okay, hier geht es ein bisschen hoch. Damit rechnet man nicht. Aber jetzt geht's wieder runter. Hui! Schöne Tour durch den Wald. Also wenn man hier mit einem normalen Bike hin will, sollte man konditionell auf jeden Fall relativ fit sein. Ansonsten macht das Ding echt keinen Spaß. Oder direkt mit E-Bike. Ja, schön. Schöne kleine Anlieger. Und schon wieder abheben. Kleinere Drops sind auch mit drin. Also echt nicht schlecht. Also es fühlt sich auch tatsächlich an wie die längste Abfahrt hier. Ja, da sind wir durch. Oh, jetzt geht es ein bisschen uphill. Oh, hier geht es auch schon wieder ein bisschen bergunter. So. Kann losgehen? Ich glaube, ich habe Kamera an, ne? Ja. So, jetzt kommt die schöne Aussicht. Vor mir fährt der Sven. Abstand lassen. Ah, sehr schön.
ein Apfel. Und weiter geht's, denke ich. Das hoffe ich. Jo. Ja, der ist auch schön. Ja, schöne Abfahrt. Aber Speed, ne? Speed. Los geht's. So, ihr Lieben, wir sind fertig für heute, wirklich fertig für heute. Mit dem Fahren, mit dem Körper, wir sind fertig, aber es war richtig geil. Also Brilon lohnt sich definitiv. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein Biobike empfehlen, aber ich denke mal, jemand, der fit ist, der schafft das auch. Aber es war mit dem E-Bike echt eine sehr, sehr schöne Sache. Wir haben 13 Abfahrten gemacht, ne? Mhm. 13 Abfahrten sind wir geballert. Also hat echt extrem viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein paar kleine Eindrücke sammeln von dem Tag heute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Oder? Würde ich sagen. Also Leute, haut rein, tschüss.